Der Verkehr ist stehen geblieben. Ich wollte auf dem Fußgehweg kurz fahren, über den Zebrastreifen und dann wieder auf die Straße. Dabei habe ich einen Polizisten gesehen, der mich auch gesehen hat. Bin sofort stehen geblieben, hat mich entschuldigt. Der hat mich dann er hat mich nicht ermahnt, er meinte, dass er mich schon zum dritten, vierten Mal ermahnt hat und dass ich jetzt eine Geldstrafe zahlen soll. Da meinte ich draufhin, wofür, ich komme gerade vom Heimweg so. Und da meinte er daraufhin, ich will jetzt seine Personalien haben. Da meinte ich, erstmal wissen wofür. Dann meinte er, gut, wir können gerne diskutieren. Da meinte ich, soll halt etwas schreien so. Ich heiße Kadi Huldur, bin am 14.08.2005 geboren. Aber da kam schon der Streifenwagen halt, also ein paar Minuten später. Und die meinten, du kommst jetzt mit uns mit. Ich meine, warum soll ich mit ihm mitkommen? Ich habe ihm gerade meine persönlichen Daten gegeben, wie ich heiße, wann ich geboren bin. Die meinten dann daraufhin, wir müssen das kontrollieren. Und normalerweise kontrollieren die das ja eigentlich per Funkgerät. Dann habe ich mich geweigert mitzukommen. Dann haben die mich halt hochgetragen, weil ich auf so einer Stange saß. Und dann meint der eine Polizist zu seinem Kollegen, drück ihn gegen die Wand. Und ich habe versucht, das zu verhindern. Und ab da kam halt das Video. Und dann wurde mir halt der Mund zugehalten und mein Kinn halt hoch gedrückt. Und dann dachte ich mir, was geht hier ab? Das geht nicht mehr. Ich muss mich irgendwie wehren, ich kriege keine Luft. Wollte ich halt mein T-Shirt ausziehen, weil ich noch gesehen habe, dass ein Schlagstock rausgeholt worden ist. Dann wollte ich halt mein T-Shirt ausziehen und sagen, ich habe nichts bei mir und ich wollte das Pfeffer wegwischen. Haben die Handschellen nicht um mein Handgelenk gefesselt, sondern eher hier rum. Ich habe Abdrücke, wir haben das.